Morgen, was heißt guten Morgen? Wir sind schon echt lange wach. Ich war jetzt eben auch schon duschen. Tobi duscht gerade, dann holt er Frühstück. Emra ist auch schon unten. Und ich hatte jetzt eben schon einen Telefoncall. Ne? Da ging, glaube ich, eine Stunde oder so. Und jetzt mache ich das Bett fertig und dann mache ich mich soweit fertig für die Haare und dann geht es auch schon los an die Arbeit. Und ja, ich freue mich, super schöner Tag. Heute sollen 32 Grad werden und es ist schon wirklich sehr warm draußen. Und endlich ist der Sommer dann auch wieder in Deutschland da. So, sehr schön. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie euer Wetter ist und ob ihr Sonnenschein habt und wie viel Grad es gerade im Moment bei euch ist. Guten Morgen, Finn. Guten Morgen. Guten Morgen, Emra. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Ivy war vorhin die ganze Zeit auf dem Karton und hat mit dem Pfötchen hier so reingefuscht und hat geguckt, ob da was drin ist. Da sind nämlich all unsere Wünsche drin. Das war die Box auf der Hochzeit, die rumgegangen ist bei der Trauung. Und da sind Wünsche drin und die öffnen wir erst in einem Jahr und dann sehen wir mal, welcher Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Und zwar ist gerade so ein heftiger Hagelschauer runtergekommen. Das war so krass. Ich habe zum Glück eine Brücke gefunden, wo ich drunter stehen konnte. Das war schon haarknapp an einem Hagelschaden. Ey, da sind gerade Videos von anderen aus Köln gekommen. Boah, da kam so heftig was runter gerade. Das ist kein Spaß. Also im Moment geht das Wetter total ab. Wir hatten gerade eben noch 35 Grad. Jetzt gerade haben wir 18 Grad. Und das innerhalb von einer halben Stunde. Das ist schon echt heftig. Ja, ich fahre jetzt gerade nach Hause und dann wird Video gedreht. Na, Maus? Da war der Akku voll. Nee, der Akku war voll. Nee, der war voll, sondern der Speicher war leer. Ja, nee, ist jetzt ein bisschen problematisch. Jetzt bin ich hier gerade nur am Rumtelefonieren, wie wir das jetzt machen. Ich hatte nämlich eh schon so eine Idee noch gehabt für das Video zusätzlich und die kann ich jetzt, so wie es aussieht, umsetzen. Aber es ist halt mega schade, dass ich die zwei anderen Zuschauer jetzt nicht besuchen kann, weil es einfach von denen ihrer Seite auch zeitlich nicht klappt. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Und jetzt gerade ist draußen auch noch der Weltuntergang und ich muss meine Haare machen. Und Tobi ist gerade wiedergekommen, macht jetzt Ding. Genau. Oh, kleiner Mann. Was ist denn mit dir los? Echt denn, Schatz? Du würdest gern raus, ne? Aber draußen ist Sturm. Engel. Emra und ich, wir shooten gerade für Instagram ein bisschen was. Und der drillt mich hier heute ein bisschen. Jetzt müssen wir hier den Rest drehen. Und leider. Sollen wir nächste machen? Ja, so, wir machen jetzt den Rest. Und ihr seht das dann auf Instagram oder beziehungsweise, wenn ihr mir nicht da folgt, dann nicht, weil das ist für Insta Stories. Also folgt mir auf Instagram und dem Tobias auch. Das ist nur das Lied oder das Video? Das war auch schön, gell? Ja, das war schön. Das war gut. Ich war so süß. Ja. Anstrengendste Stelle beim Drehen, gell? Ich bin gerannt wie so ein Esel. Ja, weil du bist so schnell gelaufen. Ich dachte, die bleibt kurz stehen und dann guckt sie ihn so an und er sieht sie und dann läufst du los. Du so, ah ja, gib ihm. Hast nicht gemerkt? Ich renn zurück, ich guck, die ist schon losgelaufen. Das war gerade Scheiße. So geil, wir haben wohl eine Szene. Ja, ich habe mich eh gewundert, ich sag, wo warst du? In dem Moment habe ich dich eigentlich ganz woanders Ich habe mich gesehen. Da versteckt, weil sonst wäre, das war so, du bist so sturstracks gelaufen, hättest mich umgehauen. Aber das Coole war gerade immer so, wo die Szene, ne? wo wir vorlesen, ne? So die Briefe, ja. ne? Da sage ich so in dem Moment so, was habe ich gesagt? Was denn? So. Was denn echt Du meinst auf passiert? seine Stelle? Nein, Meinst du keine das, was nicht reingeschnitten wurde, oder was? Nein, warte, was wurde nicht reingeschnitten? Ja, gut, da war ja noch viel mehr, oder? Warte. Vom Labern? Ja. Vom Reden? Nein. Nein, nein, davor? Nee, davor hast du zum Beispiel 1,5 Minuten lang so gelesen.
Ja, stimmt. Und dann ja. hast du es ja für mich nochmal laut gelesen. Und dann hat der hat mich doch so gefragt, soll ich das laut vorlesen? Nee, soll ich den Po damit abwischen? Was ist das? Warte. Wir haben ja auch gar nicht so geplant. Das war ja einfach so, bam, lies mal vor, so. Warte. Ja, da muss ich an diesen Moment denken. Ach so. Sag ich ja. Nicht diesen Moment, sondern ich sage diesen Moment. Dann habe ich gerade selber gesagt. Immer wieder muss ich an diesen Moment denken. Diesen Moment denken. Wenn ich wo hat geprickelt in meine Bauchnabel. Hast du das echt gedacht? Ja. Na. Was? Nein, ich habe das gerade eben zu ihm gesagt. Okay. Guck mal, Emra macht gerade richtig cool was für mich. Was denn? Geheimnis. Okay. Darf ich raten? Machen Intro. Was? Nein. Instagram Story Naked Hall. Ja? Geil. In dein Facebook. Guck mal, wer da ist. Der Louis. Hallo. Emra ist auch hier, wir sind gerade bei Kuatai. Tobi ist einfach zu Vapiano gegangen. Was sagst du dazu? Der Tobi ist gerade so wütend. Warum ist der wütend? Der ist einfach, wir sind zu viert, der ist einfach ganz alleine zu Vapiano. Gestern haben wir dich wütend gemacht, du meinst es M. Heute ist er so richtig. Aber der war richtig so angepisst. Ja, aber er war einfach so, ich verstehe das nicht. Richtig sinnlos. Naja, auf jeden Fall gibt es jetzt gerade schon mal Frühlingsrollen für uns. Louis holt sich jetzt sein Essen. Was holst du? Ich glaube Ente, ja. Sehr gut, warum zitterst du das? Immer. Oh Gott, Alter, dann kannst du überhaupt krass, lesen, ne? So. Ja, und unser Essen kommt jetzt, wir warten jetzt hier, bis der Pager bimmelt. Richtig. Emra hat gerade was richtig Süßes entdeckt, ich kann das aber jetzt nicht so... Da ist Ivy als Hundeversion. Und ich ärgere ja Ivy, wir haben so einen Hund drin. Auf dem Stuhl, seht ihr das, voll süß. Ich hab das überhaupt nicht gecheckt. Aus wie ein Ivy, nur als Hund. Ja, ist richtig süß, der kleine Schatz. So, jetzt gibt's hier Frühlingsröllchen. Yummy! So, nach dem Essen sind wir jetzt in der Bar und ich bin so vollgemacht, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und irgendwie heute ist richtiges Wetterchaos in Köln oder NRW. Ich habe es gerade auch schon gelesen im Internet. So krass, richtige Überschwemmungen. Bei uns ging es eigentlich, aber eigentlich sollte heute gutes Wetter sein. Deswegen verstehe ich es nicht. Naja. Hat jetzt aber auch schon wieder aufgehört zu regnen. Und jetzt gleich gucken wir mal, was wir noch so machen. Was hast du da bekommen? Rose. Kam gerade jemand dazu, der hat mir eine Rose geholt. Der hat mir die hier geholt. Ja. Und dann hat er gesagt, so, komm noch einer. Weil er uns so cute fand. Ja. Voll süß. Voll schön, die riechen voll gut. Auf jeden Fall sind das sehr schöne Rosen, nicht so diese typischen Dinger, die du bekommst für einen Euro oder so, die quasi nur 2 Stunden halten, danach fallen schon die ersten Blätter ab. Voll schön, ich freue mich gerade voll. Tobi hat es wieder beruhigt übrigens. Was ist los? Warum? Was heißt? Tobi ist jetzt wieder lieb. Wie war ich denn vorher? Was ist denn jetzt los bei euch? Digga, Emra, was ist los? Wir haben es euch doch vorher erklärt, was mit dem los ist. Aber jetzt. Ihr wisst, dass ich den Vlog schneide, ne? Ja, lass ihn drin, bitte. Das war süß. Was denn? Das war jetzt gerade süß. Das gehört dazu. Ja. Das war süß. Das gehört dazu. Das Problem ist im Nebenzimmer heute Nacht. Also bei mir pennen. Okay. Der Vlog heißt auf jeden Fall, das war eine harte Nacht. Oh, tschüss. Warte. Also für mich. Ah, ja, okay. Ich wollte gerade fragen, für wen? Ich nehme Ivy zu mir und dann... Oh, Digga, hör auf. Nein. Animal Penetration. Die ist beste, Alter. Und danach gibt's nicht die Zigarette danach, sondern danach rauchen Ivy und Emra Shisha zusammen. Allein auf der Komm, Couch. Baby Boo, ich mach dir einen Kopf. Allein auf der Couch. Mau. Schnäppchen, was für ein Nimmt ja auch Fucker-Tabak, ne? Wisst ihr, was richtig krass ist, Leute? Na, kriegt das hin? Ja. So, wie ihr jetzt meinen Ring seht, ne, ist alles cool. Aber wenn man das jetzt näher betrachten würde, ich probiere es mal. Der hat schon extreme Kratzer und sowas drin, so übertrieben. Ich glaube,
Ich glaube, das liegt daran, dass ich mich erst dran gewöhnen muss, Ringträger zu sein. Erstens und zweitens schon so alles so anpacken und sonst was. Auf der anderen Seite glaube ich auch, 750er Gold ist ja natürlich, glaube ich, weicher als 333er oder sowas. Ja, viele meinten so, ja, das ist normal oder so. Aber ich finde das schon so krass nach 2 Wochen. Klar, der war komplett Glanz, ne? Ist er jetzt immer noch, aber wenn du halt genau hinguckst, dann siehst du halt schon so Kratzer und kleine Kerben und so weiter. Und das finde ich so mega schade. Das ist der Ehering. Ja, das Maren auch schon gesagt. Ihrer sieht noch voll gut aus. Ich glaube, ich bin einfach zu grob damit. Aber ich gucke auch schon so, dass wenn ich, keine Ahnung, an irgendwas schraube oder so, dann ziehe ich den aus, weil dafür ist er mir viel zu schade, dass ich damit irgendwie in den Dreck gehe oder so oder was auch immer. Ja. Wollte ich euch einfach mal zeigen. So Leute, wir gehen jetzt auch pennen. Ich bin sehr, sehr müde. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Und bis dann.